Die Deutsche Bank will nach einem Gewinnrückgang im vergangenen Jahr ihren Sparkurs fortsetzen und 3.500 Stellen abbauen. Das kündigte Deutsche Bankchef Christian Sewing am Donnerstag zur Vorlage der Jahresbilanz 2023 an. Das Vertriebsnetz soll noch mehr gestrafft und interne Prozesse vereinfacht werden. Weitere 1,6 Milliarden Euro will die Bank so einsparen. Mit der Fortsetzung des Sparprogramms, das nach Angaben der Bank schon 900 Millionen Euro an Kostensenkungen gebracht hat, wappnet sich der Finanzkonzern auch für härtere Zeiten. Den Aktionären stellte Sewing eine Dividende von 0,45 Euro je Aktie in Aussicht, nach 0,30 Euro im Jahr zuvor. Wir haben von der Aufsicht die Freigabe erhalten, für 675 Millionen Euro eigene Aktien zurückzukaufen. Und damit lägen wir bereits 50% über dem Rückkaufsvolumen von 2023. Und wir werden auch die Dividende um 50% auf 45 Cent je Aktie anheben, wenn die Hauptversammlung im Mai zustimmt. Für die kommenden zwei Jahre haben wir uns vorgenommen, genau diesen Kurs beizubehalten und jedes Jahr mindestens 50% draufzulegen. Bei den Rückkäufen ebenso wie bei den Dividenden. Starke Geschäfte mit Firmenkunden schoben die Ergebnisse der Deutschen Bank im vergangenen Jahr zwar an. Unter anderem eine höhere Steuerquote ließ den Gewinn aber um 16% auf 4,21 Milliarden Euro sinken. Die Schätzungen von Analysten wurden allerdings klar übertroffen. Damit schloss die einst krisengeschüttelte Deutsche Bank das vierte Jahr in Folge mit einem Gewinn ab. Die Anleger freute es. Mit einem Plus von 4,5% war die Aktie der größte Gewinner im DAX.